Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben noch einen Jugendlichen dazu gekriegt, der erwachsen geworden ist. Den habe ich offenbar aber schon eingeteilt. Okay. Schade. Hätte ich jetzt gebrauchen können. Ein Huhn starb beim Angriff eines Tieres. Hilfe! Da ist kein Tier drin. Nicht mehr auf jeden Fall. Wie sieht's hier aus? Da sind alle Hühner da. Okay. Das ist halt immer die Gefahr, wenn wir so wenig Jäger haben. Dass die Tiere da sich bedienen. Aber im Moment haben wir auch einfach nicht genug Leute, um da was gegen dran zu ändern. So, wir können gerade mal nach unseren Bauern gucken. Das Feld ist schon pausiert. So, das können wir jetzt auch mal auf Pause machen, vorsichtshalber. Und das genauso. Wir haben 1530. So, Bauern. Da können wir noch zwei Holzfäller dazu packen. Sammler. Machen wir auch mal weg. Da können wir zwei Fischer. Und noch einen Köhler dazu nehmen. Dann haben wir zwei Leute, die noch sich anderweitig beschäftigen. Und sollten damit dann eigentlich ganz gut über den Winter kommen. Ja, die Fischerhütte ist noch unbenutzt. Die haben wir pausiert, dass da keiner auf dumme Ideen kommt und da hinten hin will zum... Da lassen wir drei zu, okay. Und da wahrscheinlich auch, ne? Genau. Passt. Das Kind Sophia ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Okay. So, hier können wir schon mal Hafer drauf anbauen. In der Hoffnung, dass das dann wieder funktioniert. Felder sind ja jetzt alle wieder im Einsatz. So, die Leute holen Holz, das ist perfekt. Wobei wir eigentlich gar nicht so riesig viel Holz brauchen, aber... Vielleicht sollte ich einen als Steinhauer oder als... Könnten wir eigentlich machen. Bergmann sammelt Erz. Nein, Erz braucht man nicht. Steinmetz, genau. Da machen wir ein, dass wir wieder ein bisschen Steine kriegen. Das wäre nämlich kein Fehler. Da braucht man nämlich auch mal wieder welche. Spätestens wenn dann die Bauerei wieder richtig losgeht. So, wir haben jetzt 22 Erwachsene, 14 Kinder. Das ist schon wieder nicht das idealste Verhältnis. Um nicht zu sagen, ist sogar ziemlich bescheiden das Verhältnis, aber naja. Hier wird kräftig Holz gehackt. Ich glaube, da machen wir auch nochmal einen Holzhacker da dazu. Dass wir da auf volle Zahl, auf voller Personalstärke sind.
Wir haben immer noch die Obstbauern, die dann auch so nochmal ein bisschen Holz beschaffen. Und ich hoffe, dass bald wieder einige Erwachsene... Ach genau, und sie beschafft hier auch noch. Was machst du? Direkt zum Lager. Oh, ihr seid Köhler, ihr habt kein Holz. Okay. Und du bist... Ach, der Imker? Ja, stimmt, den haben wir ja auch noch. Apfel... Steinmetz. Du könntest aber was tun. Nur mal so am Rande erwähnt. Du bist nicht abhängig von der Jahreszeit. Achso, nee, sie ist Baumeisterin. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Du kannst natürlich im Moment nichts groß tun, wenn wir alle Baustellen pausiert haben. Fehlt ja eh überall das Heu. So, die ersten Steine kommen. Sehr schön. Und wir haben einige Leute, die hier Holz fällen. Wir markieren aber mal vorsichtshalber auch noch ein bisschen was. Dass auch sichergestellt ist, dass die genug zu tun haben. Und nicht anfangen, sich zu langweilen. Oh, man, da haben sie allerdings andererseits auch noch wieder ganz ordentlich was. Ah, da können wir ein paar Steine sammeln. Heu gibt es vermutlich keins. Doch, einen. Wow. Haben wir hier noch mehr? Ne, Heu ist aus. Oh, doch, da haben wir auch noch mal. Okay. Kriegen wir doch noch ein bisschen Heu zusammen. Erstaunt mich gerade. So, Erz können wir auch noch mal ein bisschen sammeln. Das ist Stein. Okay. So, da sind sie erstmal eine Weile mit beschäftigt. Hoffe ich. So, Brennholzvorrat. Hält sich in Grenzen. Könnte mehr sein. Aber wir haben jetzt immerhin noch 6 Leute. Straße wurde gebaut. Haben wir hier irgendwo noch Straßen in Auftrag gehabt? Okay. Das Kind am Meer ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Und ein Baby wurde geboren. Mit den Babys könnten sie momentan erst noch mal wieder ein bisschen lassen. Wir haben 15 Stück. Ich meine, wenn die dann mal erwachsen sind, dann ist das toll. Aber bis dahin... ist das weniger toll. So. Fische kriegen wir ein bisschen was, das ist auch ganz okay. Und der Imker sorgt, wie gesagt, dafür, dass wir Holz kriegen. Du baust an der Straße weiter, nehme ich an. Die dürfte dann hier aber auch fertig sein. Weiter haben wir sie nicht gebaut. Hoffe ich. Oh, sie macht den Moonwalk. Zu viel Michael Jackson geguckt, oder? So, Wiener sind wieder alle da, sehr schön. Hier wird fleißig Holz gefällt, sehr gut. Ja, und sie kohlt auch. Sehr schön, wie heißt sie?
Alana, okay. Wunderbar. Das gibt wieder ein bisschen Brennmaterial. Können die Leute mitarbeiten? Oh, da ist jemand im Kalt. Das ist nicht gut. Fischer trägt Brennstoff zum Haus. Das ist gut. Wärm dich auf. Ich hoffe, du schaffst es bis nach Hause. Wir brauchen wieder einen Schneider. Sehe ich gerade. Wir haben keine Kleidung mehr. Wo willst du denn? Oh, nee. Jetzt ist sie vorher erfroren. Ach je. Nicht schön. Heißt, wir haben eine Fischerin weniger. Kann ich aber momentan auch nicht ersetzen, glaube ich. Könnte höchstens die Baumeisterin abziehen und aus ihr eine Fischerin machen. Das wäre noch eine Idee. Wir haben gerade eh nichts, was wir bauen können. Repariert werden muss auch nichts. Und ja, auf den Straßenbau können wir im Moment ganz gut noch verzichten. Was machst du? Du stehst da. Stehst da halt mal so rum. Du auch? Warum arbeitet ihr nicht? Muss man das jetzt verstehen? Okay. Man hat gewartet. Nun denn. Kann man natürlich machen. Muss man nicht, aber kann man. Ein Baby wurde geboren. Schon wieder. Bisher sind die einzigen Kältesymbole, die auf den Feldern. Das ist schon mal doch recht beruhigend. Ich hoffe ja, dass uns nicht noch mehr Leute hier durch Kälte wegsterben. Das wäre nicht gut. Schauen wir gerade mal, wie unser Jugendlich, wann die wieder älter werden. Da haben wir keine. Zweijährig. Da ist ein Fünfjähriger, sehr schön. Da ist kein Fünfjähriger dabei. Da auch nicht. Ebenfalls nicht. 3 Jahre, 4 Jahre. 14. Zweijährig. Ein paar Scheine. Fünfjährig. Gut. 2 mal 3 Jahre. Erwartet ein Baby. Muss das sein? Kann man das abbestellen? Wow. 3 Einjährige. Okay. Versorgen die sich selber mit Brennholz oder erfrieren wir die gleich? Das ist hier noch die große Frage. Wieso wartet ihr schon wieder auf Holz? Ach so, weil hier keins drin ist. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass sie alles da drüben fällen. Das war nicht ganz geschickt. Ah, da, die 3 Kinder sind gestorben. Ja, war jetzt mit zu rechnen. Weil keiner da war, der für Holz gesorgt hat. Ist gerade ein bisschen blöd, dass sie hier kein Holz drin haben.
bremst sie natürlich ungemein aus. Aber ich könnte ja hier die Priorität anheben, ne? Dass mal hier verstärkt Holz gesammelt wird. Weil das landet dann hier vorne. Machen wir das doch einfach. So, jetzt dürften sie nämlich hier anfangen zu fällen. Und das Holz landet dann hier im Lager. Gebäudepriorität wurde erhöht. Hoppla. Das war nicht meine Absicht, aber egal. Es steht sowieso auf Pause. Von daher ist es egal. Noch haben wir keine frierenden Häuser. Wie gesagt, die drei Kinder, das war abzusehen. Da fehlte der Erwachsene. Und entsprechend gab es da natürlich auch nichts, niemand, der sie versorgte. Na, hol dir hier jetzt die Bäume. Momentan scheint sich da noch keiner für zuständig zu fühlen. Sie kohlt nochmal wieder ein bisschen, das ist nicht verkehrt. Das ist ja der deutlich höherwertigere Brennstoff. Ah, einmal Anglerin. Sie angelt vor sich hin. Das Kind Thomas ist älter geworden und kann es mit der Schule beginnen. Jo, schön. Ich hoffe, dass wir jetzt auch bald wieder Jugendliche haben, die älter werden und mit der Arbeit beginnen können. Das Kind Erwin ist älter geworden und ein Baby wurde geboren. Er wartet auf Arbeit. Da kommt was. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne noch mal einen Jugendlichen, der älter wird. Den könnten wir dann nämlich mal als Schneider noch anstellen. Boah, wir haben glaube ich zwei Köhler, oder? Jo, einer reicht. Dann machen wir aus dem anderen Schneider, weil der zweite tut eh nichts. Dass wir wieder Kleidung kriegen. Was braucht er? Flachs und Fell. Genau, Fellhammer. Mehr als genug. Das ist schon mal gut. Jawohl, jetzt fällen sie hier die Bäume. Sehr schön. Dann wird das Lager auch mal wieder gefüllt. Schneider Rayleigh, warum? Was machst denn du? Du kannst doch nicht einfach wegsterben. Das geht ja mal gar nicht. Das sind immer so die kleinen Tücken, auch wenn man da nicht wirklich höllisch aufpasst. Jetzt haben wir zwar hier zwar einen wunderschönen Holzfeldplatz, aber noch kein Holz im Lager. Dann holen die das von ewig weit her. Oh, da wird doch nicht die nächste Fischerin sterben. Wo musst denn du ganz hin? Ich hoffe, du wohnst hier in der Nähe. Jawohl, dann dürfte dir gleich nicht mehr kalt sein, hoffe ich. Fischt, wärm dich doch auf, du blöde Nudel. Es stirbt die einfach. Ist das denn zu fassen? Trägt Feuerholz? Da ist noch jemand, dem kalt ist.
war Holzhacker. Du sitzt ja nun wirklich an der Quelle. Leutz, Leutz. Trägt Brennholz ins Haus und geht dann raus zum Fischen. Statt dass sie sich erstmal wärmt. Jetzt haben wir 19 Erwachsene. Und 22 Kinder und Jugendliche. Das ist nicht gut. Es sind zu viele Kinder und Jugendliche. Vor allen Dingen sollten die Jugendlichen jetzt doch bitte endlich mal älter werden. Dass die endlich mal erwachsen sind. Aber da lassen die sich einfach Zeit. Nicht nett. Faules Volk. Die wollen lediglich nicht arbeiten. Dabei werden sie wirklich dringendst gebraucht. Dringender als dringend sogar. Kind an Unterkühlung gestorben. Aber wahrscheinlich sind das Kinder, wo die Erwachsenen weggestorben sind. Dann haben die natürlich keinen mehr im Haus, der noch für Feuerholz sorgen könnte. Hier zum Beispiel. Weiß nicht, ob die Thea welches besorgen kann. Aber ich sag ja, wir haben zu viele Kinder und zu wenig Erwachsene. Das ist nicht gut. Schon wieder leer gemacht. Brauchen wir noch wieder Holz. Wir erhöhen hier gerade nochmal die Priorität. Und deklarieren hier auch mal welches zum Fällen. Und auch die Prio hochsetzen. So. Weil wir brauchen unbedingt hier Holz. Ganz wichtig. Weil sonst müssen die das von hier hinten wegtragen. Und das ist nicht gut. So, ich sag denen jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Trotz einiger Tote. Und ihr seid auch am Freitag wieder mit dabei. Wenn wir uns Colchester in den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.